Und herzlich willkommen zurück zu Return to Monkey Island. Ja, in der letzten Folge haben wir ja schon mal die Hälfte, sag ich mal, geschafft von unserem Plan. Und zwar, ich zeige euch das nochmal kurz auf der To-Do-Liste. Wir müssen ja ein einstimmiges Votum erhalten. Putra war es, glaube ich, die stimmt einfach genauso wie Iron Rose. Also das sollte eigentlich kein Problem werden. Flame oder wie auch immer er genannt wird, mit ihm haben wir ja schon gesprochen. Ihm haben wir das Essen gegeben und Flair war ja die gute Dame, in Anführungszeichen, der wir das Messer zurückgegeben haben. Und ja, da fehlen uns jetzt noch die drei. Mal schauen. Bob nach seinen Unterhaltungsvorlieben fragen. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Oh, so ziemlich alles. Ich bin da einfach gestrickt. Okay. Seemannslieder? Nö. Holzschuhtanz? Nicht so sehr. Bowling? Nee. Kopfflechterei? Nun, nein. Historische Romane? Ich lese gern. Aha. Ah. Flohzirkus? Nicht so sehr. Biografien? Ich lese gern. Ja. Autobiografien? Ich lese gern. Also er liest generell gern anscheinend. Abenteuergeschichten? Ich lese gern. Reiseführer? Ich lese gern. Selbsthilfebücher? Ich lese gern. Krimis? Ich lese gern. Okay. Ich werde sehen, was ich finden kann. Also, ich dachte, vielleicht kommt jetzt doch nochmal irgendwann was Konstruktives. Das heißt, können wir jetzt da das Buch nehmen? Ja, er hat ja jetzt das Essen, ne? Du liest das ja nicht. Kann ich es mir ausleihen? Sicher. Ich überlasse es dir für den Rest des Tages. Danke. Perfekt. Die Frage ist jetzt nur, nimmt er das jetzt so an oder muss ich jetzt echt noch speziell danach fragen, was er jetzt genau haben will? Hey Bob, ich habe ein tolles Buch für dich. Hey, das sieht vielversprechend aus. Danke. Ich schulde dir was. Kann ich auf deine Stimme zählen, um nach Monkey Island zu gehen? Klar, kein Problem. Okay, das war schon mal wesentlich einfacher, als ich gedacht habe. Jetzt kommt aber noch der Knackpunkt. Rose muss noch überredet werden. Ich finde, werden. Du solltest trotzdem für Monkey Island stimmen. Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Ich habe eine Glaubenskrise. Denn ich lasse mich nicht von LeChuck inspirieren, seinem Beispiel zu folgen. Okay. Eine Glaubenskrise. Ich finde, du solltest trotzdem für Monkey Island stimmen. Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Ich habe eine Glaubenskrise. Ja. Denn ich lasse mich nicht von LeChuck inspirieren, seinem Beispiel zu folgen. Okay. Was heißt denn Glaubenskrise? Können wir das hier irgendwie... Inspirierende Einführungsbeschreibung. Karte zum Mobbaum. Kann man noch nehmen. Erinnerst du dich daran, dass du mir das bei meiner Einweisung gegeben hast? Da stehen ein paar gute Sachen drin. Ach ja, ich habe das selbst zusammengestellt, weißt du? Kein Witz? Vertrauen missbrauchen, Betrug begehen, Körperverletzung androhen. So unerschütterlich, so unapologetisch und rücksichtslos. Das erinnert mich wirklich an früher. Mich auch. An heute Morgen in meinem Fall. LeChuck ist wirklich ein toller Anführer. Du kannst das behalten, wenn du willst. Nein, danke. Jetzt weiß ich wieder, warum ich LeChuck überall hin folgen will. Selbst wenn ich denke, dass er etwas Dummes tut. Nur um das klarzustellen, das heißt, du stimmst jetzt für Monkey Island. Ja, auch wenn ich weiß, dass du das willst. Ist okay für mich. Ich glaube, ich habe jetzt die Unterstützung von allen. Zeit für eine weitere Abstimmung. Ja, okay. Dann hätte ich das vielleicht noch ranschieben, also ranhängen können in der letzten Folge. Aber gut, die war ja eh schon sehr lang. Noch eine Abstimmung. Okay. Ein Glockenschlag, Abstimmungsstunde. Haben wir das nicht gerade getan? Die Versammlung wird zur Ordnung gerufen. Gibt es Angelegenheiten, über die abgestimmt werden soll? Madisons Schiff nach Monkey Island folgen. Dafür stimme ich mit Ei. 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 Ei.
Ei. Ei! 6 Stimmen dafür, keine dagegen. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden, Oma. Macht euch bereit. Wir folgen dem anderen Schiff, sobald es losgeht. Ja! Oma? Und dann bist du nach Monkey Island aufgebrochen. Nicht sofort. Ich musste erst noch LeChucks Karte des Geheimnisses in die Finger bekommen. Ah, okay. Wir müssen die Karte noch bekommen. Dann reden wir doch nochmal mit ihm. Oder ist er jetzt vielleicht weg? Was? Was willst du, Shobi? Das Voodoo-Zauberdingsbums kommt gut voran. Kein Grund zur Sorge. Warum belästigst du mich dann damit? Und jetzt verschwinde, damit ich nachdenken kann. Lass die Augen von der Karte, Shobi. Okay, also ich denke mal, dass wir das wieder machen müssen. Ich weiß nicht mehr, in welchem Teil das gewesen ist. Aber in einem älteren Monkey Island Teil, da musste man LeChuck auch schon mal aus seiner Kabine rausjagen. Die Frage ist nur, wie stellen wir das an? Sie kann uns wahrscheinlich nicht weiterhelfen. Die Köchin, denke ich mal, kann uns auch nicht weiterhelfen. Ich weiß auch immer noch nicht, falls das überhaupt irgendwas zu bedeuten hat, warum ich dieses Geisterhühnerfutter genommen habe. Achso, kann ich damit die Hühner vielleicht füttern? Habe ich das schon mal ausprobiert? Ich bin mir nicht sicher. Braves Huhn. Beiß mir nicht die Finger ab, okay? Ja, aber bringen tut uns das... Oh! Ich halte Abstand. Mütter sind bösartiger, wenn sie ihre Jungen verteidigen. Achso, das war der Name von ihr, okay. Füttern wir jetzt einfach mal alle? Nein, ist jetzt. Hallo? Ich habe keine Ahnung, ob uns das jetzt irgendetwas bringt, aber... Na gut, anscheinend nicht. Schade. Ich meine, das war mir jetzt schon... Habe ich das genommen? Ja. Das war mir jetzt schon klar, dass uns das jetzt nicht weiterhilft. Obwohl, naja, gut, es hätte ja sein können, dass man die Hühner irgendwie füttert und die jetzt hier oben rumlaufen und LeChuck dann irgendwie rausrennt oder so. Ich schätze, es ist ein gutes Zeichen, wenn sie nicht versuchen, das Schiff zu verlassen. Ja. Was haben wir denn noch hier für Orte? Wir haben unten das Wasser, aber das wird ihm auch nicht helfen. Aufgebrauchte Tränke. Kessel, das ist ja... Oh. Sieht aus, als wäre sie leer. Da wollte ich gar nicht draufklicken, aber danke. Glühend, die Kanone abfeuern. Ja, aber das bringt uns ja nichts. Das haben wir ja schon mal gemacht, ne? Ich hoffe, das ist der Klang deiner Arbeit, Shobi. Jojo. Sieht aus, als wäre sie leer. Bereit zum Abfeuern. Okay. Achso, ich dachte gerade, das war der eine. Aufgebrauchte Zaubertränke. Hier kann man auch nichts mehr machen. Tun, als würde man das Schiff steuern, haben wir ja schon mal. Die Wärme spüren. Gemütlich. Ich dachte, vielleicht brennt er durch das Schiff oder so. Können wir mal versuchen. Ist auch wieder Wärme spüren, den haben wir ja schon mal gelesen. Für das Oberdeck. Ein Glockenschlag, Mannschaftsabstimmung. 2 Glockenschläge, LeChuck schreit. Was heißt denn LeChuck schreit? Kann man das nochmal? Ist es schon wieder soweit? Dann also an die Arbeit!
Rücken gerade, ihr verschlagenen, feigen Parasiten! Warum ist der Kessel des Schiffes immer noch leer? Ich hatte doch einen mystischen Voodoo-Trank bestellt. Wenn ein Schiff richtig funktionieren soll, bla 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 bla, halte ich euch alle bei lebendigem Leibe, bla bla. Oh, schnell rein, schnell rein, schnell rein. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Nicht wirklich eine Karte. Es steht nur etwas drauf, aber es ist offensichtlich wichtig. Ja, dann nimm. Nicht wirklich eine Karte. Es steht nur etwas drauf, aber es ist offensichtlich wichtig. Muss ich das austauschen oder so? Dagegen? Nee. Was ist das? Karte zum Mobbau? Eine Karte ist eine Karte. Ich glaube nicht, dass er den Unterschied bemerkt. Echt jetzt? Muss ich Madison nur noch einen Schädel besorgen und wir sind startklar. Nee, oder? Cool. Okay, ja, den Schädel, den haben wir ja eigentlich. Moment, den muss ich ihr besorgen. Abschließend bleibt zu sagen, reißt euch zusammen oder die Aale werden an euren Kadavern nagen. Na gut, dann morgen um die gleiche Zeit. Wegtreten. Okay. Madison ist aber die, die ich über den Ausguck sehe, ne? Das war ja die eine. Die Frage ist, wo sind die? Sind die rechts von uns? Ich gehe nochmal eben nach oben. Ich gucke da nochmal durch. Sieht aus, als hätten sie ihr Schädelproblem noch nicht gelöst. Gut. Aber wie kriege ich diesen Schädel... Moment. Kann man den... Aber ich weiß, ich hoffe jetzt nicht... Okay, Murray. Ich brauche nur noch eine Sache von dir. Ich hoffe, du bist nicht allergisch gegen Schießpulver. Natürlich bin ich nicht. Hey, was machst du da? Diese Dinge sind gefährlich. Okay. Ich hoffe, dass wir jetzt auch treffen. Oh, perfekt. Sie ist auf dem Weg. Alle Mann bereithalten zum Segel setzen. Tage vergehen. Wir sind fast da, meine Lieben. Die sagenumwobenen Ufer vom sagenumwobenen Monkey Island. Um Captain Madison und ihre Mitarbeiter müssen wir uns natürlich kümmern. Aber unsere oberste Priorität ist das Geheimnis. Extra Grog für alle! Grog? Toll! Juhu! Perfekt! Oh-oh. Freeport? Hoppla. Das habe ich nicht kommen sehen. Ich will das auskosten. Also überlasse ich dir den ersten Schlag. Okay. Du bewegst dich wie ein verwundetes Flusspferd. Ich werde dich aufspießen wie ein Schwein am Spieß. Ich werde dich aufspießen wie ein Schwein am Spieß. Du kämpfst eher wie ein Koch, als wie ein Schwertkämpfer. Okay, guter Konter. Warum versuchst du es nicht noch einmal? Du hast weder Ehre noch Speere, Was? Achso, du hast weder Klasse noch Asse, du hast weder Fable noch Säbel, du hast weder Strolch noch Dolch. Oh Gott, das klingt ja alles bescheuert. Klasse noch Asse? Du hast weder Klasse noch Asse. Nun, deine Klasse ist klassenlos. Verdammt. Oh, Scheiße. Hey, Betrug! Ich habe diese Runde gewonnen.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir die Schwerter benutzen sollen, wenn wir das tun. Du scheinst nicht zu wissen, wie man ein Schwert benutzt. Ich kann mich nicht entscheiden, ob du das Ding wie einen Staubwedel oder eher wie einen Mob schwingst. Hey, den kenne ich. Du hast wohl geübt, was? Welchen Konter würdest du verwenden gegen du schwingst es wie ein Staubwedel oder einen Mob? Was, wie ein Dirigentenstab? Ich schwinge es zum Abschied. So oder so werde ich mit dir den Boden wischen. Ja. So oder so werde ich mit dir den Boden wischen. Das habe ich auch gedacht. Ich kann mich nicht entscheiden, ob du dein Schwert wie einen Staubwedel oder eher wie einen Mob schwingst. So oder so werde ich mit dir den Boden wischen. Zu spät, um jetzt noch mit deiner Arbeit anzufangen, Schrubbi. Hey, du konterst meinen Konter? Das verstößt doch sicher gegen die Regeln. Du solltest dich wirklich über die neuesten Trends informieren. Auf Wiedersehen, Threepwoods.